würde gerade sagen, kann das sein, dass wir wieder April aufhatten, aber das war ein anderer. Rocky Launcher, boom! Let's find him and get this over with. I don't like being in this man's party. Ja, aber er bedient jetzt aber auch den Raketenwerfer, ne? Muss nicht ich machen. Oh Gott, ich kann schon mal sagen, außer dass ich mir einen verkackten, verschlemmten Hals habe, leider. Aber ist manchmal so, wenn man, ich laber ja nicht durchweg, aber wenn man doch schon um die 3 Stunden die ganze Zeit quatscht, ist zumindest bei mir normal. Lass ihn nicht entkommen, ja. Okay, da unten ist er. Und warum muss denn er... Es wird auf jeden Fall lang... Es wird auf jeden Fall lange dauern. Weil ich will nach Brot raufgehen ein paar Mal. Shows you that the people who need spy shit done get other people to do their dirty work. Same bridge and everything crash. Alter, warum ist denn so schnell unterwegs? Hallo. Shit, Jacob. You really gotta smoke that thing now. The secondary smoke doesn't exactly help my hand-eye coordination. Kamera ist so sonderlich geil, Alter. I'm paranoid enough with US government on my ass. Ja klar, wir werden jetzt hier im Hubschrauber ordentlich einen durchzuwirbeln. Willst du mich verarschen? Okay, wir sind wieder knapp über ihm. Ich sehe ihn aber ehrlich gesagt gar nicht, ne? Hey, was macht denn er, Alter? Von der einen auf die andere Seite schwenkt. Was ist denn das für ein Kack? Ist der besoffen? Toll, wir sind bekifft und der ist besoffen, oder was? Ja, naja, ich sehe den ja nicht mal. Durch deine beschissene Schlenkerkacke gerade. Okay, da ist er. Ja, weiß ich nicht. Also ich hoffe, das ist okay so. Probieren wir mal ein bisschen weiter runter zu kommen. Ich hab mal erwischt, oder? Okay, nice. Ich verstehe den halt nicht, ey. Am Handypad. Okay, gut. Wird's wahrscheinlich. Was ist denn das? Auch geht eigentlich. Naja, ich glaube mal eher nicht. Ich wollte gerade sagen. Ist das hier? Ja, scheiße, 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 scheiße. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ich dreh nochmal um. Hey, jetzt bin ich. Alter, dieser Helikopter, ne? Nein. Na, Alter, Mann, dass die Kamera gleich immer mitschwenken muss. Oh, Junge. Runter jetzt hier, runter jetzt hier mit dem scheiß Vogel. Boah, Junge. Ja, Alter, flieg doch mal wenigstens die paar Zentimeter geradeaus. Kann ich jetzt hier aussteigen, bitte? Danke, ich hasse Helikopter von ihm bei GTA. Hilfe, geht ihm das auf den Sack. So. Ah. We shot down that chopper for you. You think I don't know that? You think
think I've been sitting around scratching my balls with my head up my ass? Yep. I'd be impressed if you had been. I appreciate your assistance, Pelik. You did a good thing today. Now it's my turn. I will try to find the man you're after. I will call when I have something. Cool, also hat das doch was gebracht. Die Hotdog brauchen wir erstmal nicht essen. Wir brauchen das da drüben. Warte. Wir werden mal kurz zum Waffengeschäft fahren. Mich neu. Ne? Theoretisch könnte ich doch auch eigentlich. Zu mir nach Hause? Da müsste doch noch eine Brille sein. Weil ich weiß nicht, warum die Brille nicht mehr da ist. Das Gute ist bloß, jetzt zwischendurch, dass wir die nicht auf hatten, dass wir bei Ray ins Restaurant konnten. Weil ich glaube, da hätte das Spiel dann wieder rumgemeckert. Aber ansonsten. Ich wollte bloß das. Alles schick. Ach, was will er denn jetzt? Nico, it's your cousin. Let us go to a strip club. Nein, together. Mann. Nein, wir haben. I am too busy for the strippers. Another time, cousin. Cool, cousin. Another time then. Cool. Ja, ja. Und dann hört er wieder rum. Du machst niemals mit mir. Ist. Ja, aber er baut halt nur Scheiße. Was willst du denn da machen? Warte mal, das Klamottengeschäft, ist das hier gleich um die Ecke? Ich weiß halt jetzt leider nicht, welches. Nee, pass. Nee, ich fahre nicht ins Klamottengeschäft. Ich mach. Wir gehen ins Versteck. Ich weiß, es kann auch sein, dass das neue ist. Das soll das Supi-Apartment sein. Keine Ahnung. Glaube ich aber bald eher nicht. Und, Dimitri? Nico, it's Dimitri. I have nothing to say to you. I nearly ran into your cousin the other day. My friends were hanging out with him. The party got busted up, though, before I got there. I wish you had been there. We could have had some fun. Not as much fun as I would have had with Roman, believe me. Okay, komisch. Und dann können wir. Warum auch immer so eine Mucke hier läuft. Ja, aber. Ich meine, wenn wir. Ah! Wenn wir das im Endeffekt bezahlt haben und nicht Dings, dann. Ne? Was soll das sein? So, gib mir mal meine Brille wieder. Jawohl. Lassen wir so. Was sagt die Uhr? 5 Uhr morgens. Ja, nee, brauchen wir noch. Ich meine, der speichert sowieso immer neu, also ist das ja jetzt nicht so problematisch. Wir haben jetzt eh bloß erstmal noch Dings. Ach, schön, dass die hier auch auf uns warten, ne? Dann wollen wir mal zum Herrn Peggy rübergondeln, ne? Okay, bei Dings. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir dem Ende näher kommen, weil ich habe vor ein paar Folgen erst gesagt, ey, hier ist ungefähr Hälfte, aber. Wenn der andere unseren Mann findet. Was will er denn? Nico, man, I'm going crazy. Since I got out, things just don't make no sense. Have things ever made sense? They made sense inside. 3 meals a day, time in the yard, lockdown at 8. Things out here is mad crazy. Tell me about it. Wanna download? I think Playboy wants me dead. Might just let him do put a cap in my dome. End it all. That what you want? Seriously? Nah, fuck that shit. I ain't ready to go out yet. I need you to get up for me. I can't do it myself. He was my boy back in the day. That's something I won't be able to forget. You seem like you got my back, Nico. Help me out on this one, dog. I'll stick by you till the end. Take him out for me. Hello, that's a pretty darling. Heavy request, Dwayne. Playboy was your best friend. And he's always been straight with me, more or less. I'll have to think about it. So, jetzt haben sie uns gegenseitig angehört. Also entweder müssen wir gar keinen töten, oder wir müssen ihn töten. Ich glaube, der Typ... Ich glaube, Dwayne würde ich nicht. Weiß ich nicht warum, aber irgendwie... Peggy ist nicht da, kommt zwischen sechs... Wie spät ist denn das? Hä, es ist um 6 Uhr. There he is, Nico Bellic. Nico,
These are my two brothers. Well, two of my brothers. The two that count. Derek and Gerald. Hi. Derek has just returned to the family fold after a good few years in the old country, involved in the struggle. Sort of like you, I'd imagine. And Jerry? Jerry's the man. And you remember Michael, St. Michael? Yes, yes. It's nice to meet you. Nico's a trip, man. I met him through that Puerto Rican coke dealer. So you want to involve him in family business? What do you know about him? What I know is he likes a fight and he ain't the fucking law. Oh. No offense, mister. That ain't good enough. Well, it's good enough for me. He's a good lad, Jerry. Was I talking to you, inbred halfwit? I make a point of not talking to the unfortunate victims of brother-sister marriage. Don't you speak about my parents like that. Oh, you're like fucking Cleopatra. 15 generations of brother-sisters fucking, and you're so thick you take orders off my idiot brother, Packy. Who's so stupid, he had to tattoo his name on his arm. If there is a problem, I'll go. No trouble. I have other ways of making money. There's no problem. Jerry just likes to think he knows best about everything, which is why he's been married 3 times already and still won't admit he likes men. Ah, no problem. I'll leave you boys to it. Don't screw up. Packy, take care of Derek. He's been away. And you? Nothing personal, but don't fuck with my family, or I will fuck with yours. All right, we're heading to the Southern Algonquin branch of the Bank of Liberty. Nico, you're the designated driver. Ja. Ist das hier viertürig? Natürlich ist das hier nicht viertürig. Das hier ist auch nicht viertürig, ne? Dann könnt ihr mal... Nachher muss ich mir ein Taxi besorgen. Du bist nicht viertürig. Ach, Junge. Warum muss das immer so schwer sein? Ich hoffe, der... Wetten, wenn ich einkomme, fährt der los. Ich glaube, der fällt nirgendwo mehr hin. Das war auch nicht das Taxi, was ich gesehen habe. Okay, ich warte mal, bis die vorbei sind. Fahrer. Ich meine. Bitte nicht hupen. Geht doch. Oh, natürlich. Alter. Komm. Ey, das war... Ja, natürlich, das war so klar. Ich habe extra abgewartet, bis der andere Arsch weg ist. Kannst du nicht so eine Scheiße jetzt hier machen, Spiel? Warte, einmal hier. Halt, oh nee. Karre ist halt auch nicht wirklich geil. Ist der mich jetzt verfolgen hier? Oh, kann der Kreis auch mal kleiner werden, Mann? Verkackt, scheiße. Ja, die Karre lässt sich halt auch echt scheiße fahren, halt. Ich will erstmal den beschissenen Stern loswerden. So, sollte reichen, oder? Komm schon, geh weg. Geht doch. Taxi muss ich mir nicht... Mir wisst, wo mich das Navi lang schickt. Taxi muss ich mir nicht nehmen. Die lassen sich eh relativ kacke steuern. Ich hoffe, dass wirklich bis hinfahren und dann mit dem ein bisschen rumballern. Das wäre ganz nice. Warum habe ich das Gefühl, dass das Taxi dass das Dings mich verarschen will? Sich doch auch kürzer haben können, oder nicht? Egal, da sind wir. Bloß kein Umfahren. Wo seid ihr? Let's do this. Na, dann wollen wir uns mal ein bisschen Kohle holen, wa? Ich meine, irgendwie müssen die uns ja bezahlen, also... Alright. Können wir auch da ein bisschen nachhelfen.
We're gonna go inside and each take down a security guard. Me and St. Michael here are gonna handle the civilians, while Nico and Derek manage the employees. Anyone tries anything, you put them down hard. Once the situation has been controlled, Derek's going to rig the vault door with explosive. I got enough PE4 here to get through anything they throw at us. PE4? I ain't never heard of that. It's some limey name for C4 that Derek here picked up over there. I ain't having this argument with you, Patrick. Safe to say, what we're using is controllable enough to go through any vault door without incinerating whatever's inside. Not gonna leave much residue on the notes either, so they should be washable. Well, they're going to be washable, all right. Can't wait to see what sort of kick C4 residue is gonna give me when I snort up a line of chop through one of them notes. First, you're a fucking charmer, Patrick. Second, it's PE4, not C4. Whatever, at least I'm honest about my habits, Derek. You know nothing about nothing, Patrick. I'm honest about me demons. Hit the needle on the old head there, did I, Derek? Expression is, hit the nail on the head, Packy. Really, Michael? You don't think I know that? And Jerry was right about you, Mikey. Your parents must have been twins to produce a kid as dumb as you. I'm surprised you ain't got three eyes, no balls, and a club foot. Don't bring my parents into this, Packy. All right, haben die nicht alle dieselben Eltern? We all know what we're doing. Once the vault door blows, I want Nico and Michael to go down into the vault to get the money while me and my brother handle the crowd control. All makes sense to me. If you guys can stop arguing for a few minutes, then I think we might be okay. Naja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob das klappen wird. Also wäre es natürlich schön, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wird ein bisschen außer Kontrolle geraten und wir werden einfach alle wegballern und dann uns die Kohle schnappen. Ist jetzt mal meine Prediction. So, aber vielleicht sieht's ja auch anders aus. Mal gucken. Jesus Christ! Let's make this clean, boys. No civilian casualties. Medal for playing hero. All you're gonna get is a bullet to the heart. Don't none of you worry about nothing. We're here for the bank's money. It's going to a greater cause. Shut up and handle the safe. Open the door. Open the door. Open the door. Open the fucking door. Okay. Okay. Wait a minute. I got it. Get on the floor. Now! But, sir... You too! Okay, okay. Hey, yo, I'm a gun club member. I'm gonna take these rookies downtown. Are you with me? Hey, what's your name, son? Luis. But this ain't such a good idea, bro. Yeah? They said catching that pass in my high school championship football game was a bad idea, because I broke my leg in 13 places. But I scored a touchdown and won the game. The world is built out of bad ideas, my friend. Come on. The PE4 has been molded and is set to explode in 60 seconds. Now listen, people. We're your friends. Me and me brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people. Fuck your cause. That shit's over. Island's not the only thing that's green. Dollars are, too. Now you said Bloody Island. That's gonna narrow the search, ain't it? Fuck you! Take the needle out your arm, then tell me what to do. I'll let you tell me what to do when you stop shoving half of Bolivia up your nose every Saturday night. Motherfucker! Fuck! We told you not to fuck with us! Shit! Michael! Saint fucking Michael! Fucking shit! Get the money! Me and my brother will watch the kids! Wie kann man so dusselig sein? Ah, natürlich, 5. Na, der rührt der Tresor um. We just want to take the bank's money and get out of here! Warum habe ich das Gefühl, ich werde hier nicht einfach so durchkommen? There's still some in there, though.
We ain't got time to go back in. Let's move out, boys. Okay, kann ich nicht die Dings hochjagen? Ich meine, wir haben schon 5, ne? Das ist aber jetzt egal. Boah, Junge. Ja, mach die. Inwiefern, Mann? Vielleicht nicht so vormarschieren, aber können wir nicht etwa in die Bullenkarre steigen, wo du bist? Ich weiß halt nicht, wie es denen geht, Mann. Das heißt, ich unendlich Schuss hab? Naja, hab ich nicht. Toll. Ja, Mann, ich bin dabei. Sag mal, kann die scheiß Kohlenkarre nicht mal hochgehen langsam? Alter, ist wieder bloß ein Strich, der fehlt, Mann. Junge, Alter. Hey, er hat doch irgendwas gesagt von kleinen Straßen entlang. Was will denn er da oben, Alter? Verpiss dich, Mann. Da kann ich noch mal schnell in den Waffenladen gehen, wenn wir gerade hier sind. Warte mal, ich will mal kurz gucken, ob das geht. Bitte, 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 bitte. Nein, scheiße, ich habe gedacht, ich kann mir noch eine Kugelsichere Weste holen. Komm, komm, komm. Ich wollte gerade sagen, Alter. Ich meine, ich hätte es gern gemacht, aber trotzdem.
Alter, musst du... Hä, warum hat er jetzt die Waffe gewechselt? Oder war die alle gewesen? Ich weiß nicht, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, die war wirklich alle gewesen. Warte. Wenn die sich wieder auf die anderen Bienen konzentrieren, das sind so viele Cops, ja toll. Ja, wo ist der letzte Mann? Oh Gott! Lol, okay, das ging schnell. I got plans for this money. I ain't dropping it. Alter, die Kohle! Scheiße, Mann. Komm, komm, komm. Warum ist die Kohle? Alter, als ob man den gar nichts abzieht. Alter, das wäre es doch gewesen, jetzt vom Zug überrollt zu werden. Wie habe ich ihn? Ja, aber werden die nicht auf uns warten da? Mit Sicherheit, oder? Ich sehe gar nichts. Wo zum Fick jetzt? Alter. Ja, hier ist zu, toll, oder? Du musst doch bestimmt auf die warten, oder nicht? Ja. Ja, toll, besorgt den Viertüring war. Die Sache ist, ich darf. Wo? Da hinten ist ein Taxi. Ich will die Bullen aber nicht abknallen. Okay, 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 okay. Rein da, rein da. Mach hin, Alter. Nicht auf die Reifen, nicht auf die Reifen. Scheiße, wo fahr ich denn hier lang, Alter? Ich hoffe, das reicht zu, wenn ich wirklich bloß nach Hause fahre. We don't want you to have to break no bad news to our mom. Neither do I. Hä, wo bin ich daran hängen geblieben, Alter? Ach, manchmal dieses Spiel. Oh, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ich wollte gerade sagen, warum ist hier eine fucking Straßensperre, Mann? Don't get this money shut up, boys! Ich hoffe, damit ist das dann wirklich vorbei. Ihr solltet doch... Leck mich fett, Alter. Warum müssen die hier... So, wie rumstehen die? Ich muss ja hier bloß den Arsch wegschieben von ihm.
nicht böse sein, aber ich ging halt jetzt nicht anders. Alter, wir. Immer das Beste, immer den Arsch wegrammen. So. Ich musste sowieso hier rüber. Ja, die Taschen sind schon halb leer, Alter. Was willst du? Oh Gott. Toll. Ich habe so einen kleinen Kreis gesehen, dachte ich so, na, wird das jetzt weniger und habe mich schon gefreut. Boah. Das ist jetzt hier rum, ne? Ach nee, wehe, du sagst jetzt mir jetzt von wegen, werd Entfernungslevel los, ich bin im Taxi unterwegs. Alter, ich mach irgendwann noch den Controller kaputt, bloß weil die Scheiße hier nicht rumfahren will. Wo ist denn hier zu Hause, Mann? Wo? Verpisst euch mal. Oh, Junge. Werd Entfernung, das war so klar. Ganz ehrlich, wenn jetzt wieder so eine Scheiße ist, wo ich dann deswegen drauf gehe, weil ich das Fahndungslevel vielleicht nicht wegkriege oder so, oder? Nicht hinterherkommen. Ach, fick dich doch, Alter, ich hasse das, Alter. Ab 3 Sterne ist echt für den Arsch, weil du da kaum rauskommst aus dem Kack. Weil dich ständig irgendwie in der sieht. Ja gut, gehört dazu. Ne? Man soll sich ja bei dem Spiel auch aufregen, so ist nicht. Aber wenn das halt daran liegt, dass man dann... Oder dass sie an diesem Scheiß liegt von wegen, wer hat ein Erfahrungslevel los, dass ich die Dings nicht zu Ende machen kann, die Mission, dann leck mich. So, toll, sehen die mich? Jetzt bin ich außerhalb vom Radius. Natürlich kommen die und wieder... Ja. Ich hasse es. Außerdem raucht die Karre. Ich brauche eine neue. Toll. Weil mit dem, ganz ehrlich, ohne Unfall zu holen geht nicht. Und es muss natürlich unbedingt ein Viersitzer sein. Mann, verpisst euch doch, Mann. Mann, zieh rum hier, Alter. Irgendwann ist wirklich der Stick im Arsch. Dass wir diese beschissenen Karren hier nicht rumziehen können. So, na natürlich verfolgt der mich, dann ist wieder alles komplett rot. Ja, ja. Ja, schön. Bevor die scheiß Karre anfängt zu brennen, kann ich mir wenigstens noch eine neue besorgen. Bitte. Weil dann mache ich... Ach so, toll. Steigt aus, Mann. Fick dich, genau die Scheiße meine ich. Genau die Scheiße meine ich. Ich mache einen Cut, wenn wir zu Hause angekommen sind. Weil ich muss ja sowieso nochmal laden, glaube ich. Ich mache dann einen Cut, wenn wir zu Hause angekommen sind und schneide das dann rein. Weil das nervt wie Sau. Und besonders, ich muss die gesamte Scheiße nochmal machen, oder? Was ist denn nur? Er guckt doof in der Gegend rum, was ist denn jetzt? Warte. Ja, das ist halt die Scheiße. Ich muss das jetzt alles komplett nochmal machen. Das ist, ich weiß nicht, wie lange habe ich es dran gelegen? Ja, toll. Ich muss die ganze Scheiße nochmal machen. Das hasse ich. Gerade bei solchen Sachen. Wird der Entfernungslevel los und dann kommst du wegen dieser verkackten Scheiß-Taxi, was du nicht mal umlackieren konntest, mit Sicherheit nicht, nicht mal voran. Deswegen schneide ich das rein und dann sehen wir uns morgen wieder. So ist es denn. Thanks, Nico. You're a damn good man. I wasn't just driving you two. The money was in the car as well. Remember that. We won't forget it, Nico. Here's your cut. I tell Jerry you did good. He might give you a call or something.